So, herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir die Storyline von Trügmoor, Murk, Mire abgeschlossen und Yaxin Orn liegt jetzt hier begraben zusammen mit dem Präsidium und wird die Seelen zur Wiedergeburt führen, sodass ein neuer Stamm entsteht und der gute Xukas wird an Ort und Stelle stehen, um diesen neuen Stamm zu begrüßen, um ihn in Schleue und Stärke zu führen. Und wir werden jetzt zum Abschluss mehr oder weniger nochmal mit den Ganzen hier sprechen, beziehungsweise werden, wo war's? Ja, hört auf Geruch sprechen und mit dem guten Tuwul, denn er hat auch eine Aufgabe für uns. Es ja. ist, wie die Saftsprecherin es sagte, ein Wunder. Hab Dank, Beko. Ich nenne euch eine Wahrfreundin des Wurzelflüsterstamms. An diesem Ort werdet ihr stets willkommen sein. Was werdet ihr jetzt machen? Ich werde hier bleiben und den Hist beschützen. Ihm dabei helfen, zu wachsen und zu gedeihen. Viele lange Mondläufe mögen vergehen, aber Yaxig wird ihren Weg zurückfinden. Wenn der Hist es will, werde ich hier sein, um sie zu begrüßen. Wieder habt ihr meinen meerestiefen Dank, Beko. Ihr seid hier immer willkommen. Dankeschön, das ist das Mindeste für all das, was ich getan habe. Ich hätte nicht gedacht, dass diese alten Augen jemals etwas so Majestätisches erblicken würden. Die Geburt eines neuen Stammes und neues Leben für einen schlafenden Hist. Das habt ihr gut gemacht, Beko. Sehr gut sogar. Ja, vielen Dank dafür. Das ist einfach nur ein normaler Gunja. Ich zeige die Schuppe des tief empfundenen Stolzes. Der Wert eines Kriegers der Todwasser bemisst sich am Wesen seines Todes. Karl Yaxig Orn starb ruhmreich als eine wahre Dienerin des Hist. Wir werden im Todwasserdorf viele Knochen verbrennen. Alle werden ihren Namen kennen. Das hoffe ich doch. Agonia, Agonia. Agonia, Agonia, Agonia. Kishi. Yaxig hat ihren Stamm stolz gemacht, Freundin Außenstehende. Ich gehe davon aus, dass ihr etwas damit zu tun hattet. Bisschen. Ihr seid wie eine frische Brise nach zu vielen Tagen abgestandener Luft. Danke für das Kompliment. Yaxig zeigte am Ende Stärke und Mut. Sie wäre eine hervorragende Kriegerin für die Nagakur gewesen. Es tut gut, euch wiederzusehen, meine Freundin. Und Famia hat mir alles darüber erzählt, wie wichtig ihr für den Erfolg ihrer letzten Expedition wart. Ich wusste, dass ihr und meine Schwester euch blendend verstehen würdet. Die Geburt eines neuen Stammes. Ein wahrlich wundersames Ereignis, das wir da erlebt haben. Ich könnte noch Bände über all das schreiben, was ich heute gesehen habe. Aber wisst ihr, ich glaube, ich bewahre mir diesen Augenblick nur für mich. Vielen Dank, meine Freundin, für alles. Ah, dann haben wir noch Zardasa. Ein bezwungener Bösewicht, ein erneuerter Hisbaum, ein wiedergeborener Stamm. Diese räumt ein, dass sie beeindruckt ist. Aber lasst euch das bloß nicht zu Kopf steigen. Wenn Sadasa eine Sache nicht leiden kann, dann ist es Eitelkeit. Ja, kein Problem, ich bin nicht eitel. Ah. Hallo, hallo. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Ja, war das denn nochmal? Ihr müsst mir alles über eure Abenteuer an Famias Seite erzählen. Waren sie aufregend? Gab es Gefahren? Ich kann es kaum erwarten, mehr Einzelheiten zu hören. Ach, ja. Stimmt, das war doch der Typ, den wir bei dem Protokoll, bei dem Prolog getroffen haben. Warum hört denn Pabu? Ein wiedererwachter Hist. Was für ein bemerkenswertes Ereignis. Was haben wir hier? Ach so, ich dachte, ich könnte hier. Na gut, dann kann ich hier halt nicht herausnehmen. Noch ein Hist. Noch ein Stamm zum Handel treiben. Alles ist gut in der Marsch. Ja, schön. Ihr redet auch noch mit mir.
Der Hist ist aus einem langen Schlummer erwacht und das Wurzelflüsterdorf lebt wieder. Viele sind zu uns gereist und viele weitere werden kommen. Doch das ist Segen und Fluch zugleich. Denn während unsere Zahl wächst, schwinden unsere Vorräte. Kann ich irgendwie helfen? In Wakabog wächst eine äußerst nützliche Aloe. Ihre Eigenschaften übertreffen alles, was unsere Heiler bisher gesehen haben. Wunden heilen binnen weniger Tage, Verbrennungen sind in Sekunden gelindert. Doch unsere Vorräte von dieser Aloe sind fast erschöpft. Woran liegt das? Sie wächst zwar in großen Mengen, doch ist die Aloe umgeben von grässlichen Kreaturen. Selbst unsere größten Krieger zittern vor Wakabog. Aber ihr seid die Wurzelheilerin, die Bringerin des Residuums. Sicher könnt ihr uns helfen. Ich werde die Aloe in der Xanmir von Wakabog sammeln. Eure Hilfe wird sehr geschätzt, Wurzelheilerin. Erzählt mir von euch. Ich wurde einst ausgebildet, die Baumhirtin meines Dorfes zu werden. Jahrelang lernte ich die Wege des Hists und wie man seinen Willen deutet. Doch das war nicht mein Schicksal. Ein kaiserlicher Überfall verwüstete meine Heimat und verbrannte unseren Hist. Kennen Sie einen Heiler namens Hände zum Heilen? Er könnte zu Ihrem Dorf gehören. Hände zum Heilen. Hände zum Heilen. Ein Heiler, sagt ihr? Verratet mir, trägt er einen verbrannten Ast bei sich? Ja, ich habe ihm geholfen, den Ast zu finden, als er verloren ging. Ich habe ihn auch eingegraben. Oh, ihr müsst Hegbetu meinen. Wir reisten gemeinsam los, nachdem unser Dorf angegriffen wurde. Doch schnell entschied er sich, Trübmoor zu verlassen. Ich habe mich immer gefragt, wie es ihm ergangen ist. Es klingt, als ob ihr ihm sehr geholfen habt. Dafür danke ich euch. Er ist im Hellheißdorf, falls ihr ihn aufsuchen möchtet. Vielleicht sollte ich das. Es ist schon so lange her, dass wir uns unterhalten haben. Aber erst muss ich sicherstellen, dass das Wurzelflüsterdorf gedeiht. Mit eurer Hilfe, natürlich. Wenn ihr helfen wollt, warum werdet ihr dann nicht zur Baumhirtin dieses Dorfes? Ich würde das nicht wollen, Wurzelheilerin. Die Verbindung einer Baumhirtin zu ihrem Hist ist heilig. Wir gehorchen nicht einfach unserem Hist oder lauschen seinen Worten. Wir verehren ihn. Wir sind ein Teil von ihm. Als mein Hist starb auch ein Teil von mir. Ich verstehe. Warum helft ihr mir jetzt aus? Ich will einfach nur, dass dieses Dorf gedeiht. Mehr nicht. Viele Jahre habe ich eine neue Heimat gesucht, ohne wirklich zu wissen, wonach ich suche. Doch jetzt erkenne ich, dass es einfach nur ein neuer Anfang war. Okay. Gut, da werden wir uns jetzt mal zur Xanmir begeben. Die Heldin, die Strahl für den Tod von Dajahel und Belron hat büßen lassen. Wer nochmal? Wer war das? Ich habe viele Heldentaten vollbracht, aber wir müssen schon ein bisschen spezifischer sein, weil ich kann mich nicht an alle erinnern. Was halt natürlich richtig cool wäre, ich weiß nicht, wie viele tägliche Aufgaben wir bestreiten müssen, um halt eine Errungenschaft jetzt zu erhalten. Es wäre schon cool, wenn wir wirklich jetzt irgendwie einen Fortschritt sehen würden. Nach dem Motto, wir haben jetzt, sage ich mal, 10 tägliche Aufgaben von der guten Tuwul abgeschlossen. Und dann sehen wir vielleicht, wie, keine Ahnung, einige Häuser erbaut werden. Das wäre halt richtig cool, wenn man wirklich sowas irgendwie an die Elder Scrolls Online geben würde. Wir müssen so weit wegen einer Aloe Vera, also nicht Aloe Vera, aber wegen einer Aloe
Nein, immerhin haben wir jetzt hier wenigstens die Voris blass war. Komm mal hier, meine kleinen süßen Schnuckiputzis. Ja, das wird gut. Aber ich müsste noch mal gucken. Nein, nicht deswegen. Oh, sondern wegen... Genau. Mich abgelaufen. So, hier mal noch ein Voris Plasma. Oh Gott, jetzt war ich ein kleines bisschen verwirrt, was die Steuerung anbelangt. Das war jetzt auch dumm von mir. Ach, diese Voris Plasma geht mir trotzdem auf den Senkel. Jetzt müssen wir noch durch den ganzen... Das ganze Labyrinth uns schlagen. Warte mal, ich glaube, ich muss dann hier gleich rechts. Dann hier links und ich glaube gleich nochmal links. Und dann hier rechts. Dann glaube ich nochmal links und dann... Ja, ha! Perfekt. Als hätte ich es geahnt. Und da haben wir auch schon den Bereich, in dem sich die Aloe befindet. Nee. Guck mal hierher. Guck mal. Hier bin ich. Oh nein. Warum haben denn die einen eine bessere Verteidigung als die anderen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Stirb. Ach, das sind die. Natürlich, war ich zu langsam. Natürlich. Ist mir jetzt aber auch ein bisschen wie egal. Renn die ganze Mitglieder auf jeden Fall nicht zurück. So, meine liebe Tuwul. Natürlich sind die jetzt weg. Eigentlich haben wir mit denen noch gesprochen. Habt ihr eure Aufgabe erfolgreich erledigt, Wurzelheilerin? Ich habe die Aloe gesammelt. Unsere Verletzten sind dankbar, Wurzelheilerin. Diese Aloe wird helfen, unsere Wunden zu heilen und unser Leid zu mindern. Hier, eine Belohnung für eure Freundlichkeit. Ja, kein Problem. Gut, wir können ja mal kurz gucken, spaßenshalber. Warte mal, ich muss hier... Mogmire, wo bist du hier? Genau, die Tafel müssen wir. Verschlingt die Sonne. Aha. Okay, das sind wahrscheinlich einfach nur irgendwelche Ereignisse. 51, feindliche Flora entschärft, okay. Aha. Verstohlen, beschattet, was? Rankenzungenreißende? Mit gar mit Rankenzungen interagieren? Okay, also ich muss dann noch nur 10. Das muss ich machen, das muss ich machen. Richtige Wurzelheilerin. Okay, gut. Das ist doch gar nicht mehr so viel, was wir machen müssen. Ich würde mal gucken, wie das mit den Fersen so genau gemeint ist. Oh nein! Ach, da ist heute der Geruch. Und mit wem spricht die? Mit niemandem. Ich habe mein ganzes Leben in Trübmoor verbracht und niemand wusste, dass es dieses Dorf gibt. Sehr seltsam.
Welche anderen Geheimnisse mag meine Heimat noch bereithalten? Ach, das will ich gar nicht wissen. Grüß! Steckt ihr? Braucht ihr Hilfe? Nein, also zumindest derzeit nicht. Ich habe nur meine Sumpfquallenrufe geübt, als ihr vorbeikamt. Man braucht die richtige Menge Speichel für die Tonhöhe. Ich werde noch einen Mund voll sammeln müssen, aber dafür ist noch Zeit, da ihr ja nun gerade hier seid. Was meint ihr? Ihr könnt mir helfen, meine Saftträume wahr werden zu lassen. Jeder kennt das angenehme Gefühl, von blubberndem Moor und quakenden Fröschen in den Schlaf gewiegt zu werden. Aber der Sumpf hat noch mehr Musik zu bieten. Wir müssen ein Quartett von Sumpfquallen sammeln. Okay, in Ordnung. Wie machen wir das? Ich habe mir ein Froschnetz von meinem Freund in Lilmoot geborgt. Ich bin mir sicher, dass man damit auch Sumpfquallen fangen kann. Es gibt hier 4 Arten von Quallen. Also sollte eine von jeder Farbe reichen. Ich warte hier und konzentriere mich auf appetitliche Gedanken. Ich habe noch nie von Sumpfquallen gehört, aber sie sind mich immer erfreut, weil die so niedlich aussehen. Warum handelt es sich dabei? Ihr habt noch nie eine Sumpfqualle gesehen? Ihr armes Ding. Es sind wunderbare kleine Geschöpfe, die wie gefiederte Samen im Wind treiben und dabei singen. Nur eben als glibberiger Schleim. Deshalb müssen wir sie ja sammeln. Die Leute müssen die natürliche Schönheit von Trübmoor kennenlernen. Wo kann ich die Sumpfquallen finden? Sie fangen gerne die Meeresbrise ein, die im Süden an der Küste durch die Marsch weht. Ich bin mir sicher, dass ihr ihren süßen, leisen Rufen mühelos folgen könnt. Die gesprächigeren Exemplare sind meist bunt gefärbt. Und ich muss sie einfach nur mit dem Netz fangen? Sind sie nicht gefährlich oder so, ja? Nein, nein. Sie könnten keiner Fliege etwas zuleide tun. Eigentlich fressen sie in der Regel vor allem Fliegen, aber sie sind ganz sanftmütig. Vielleicht ein wenig schreckhaft. Nehmt sie einfach so sanft wie möglich mit dem Netz auf und versucht das Netz nicht zu verlieren. Das müsste ich mir ewig anhören. Es tut mir leid, ich sammle die Quallen. Und was genau macht ihr? Speicheln. Normalerweise dauert es ungefähr 1 Stunde, um die richtige Mischung aus Speichel und Spucke für eine ordentliche Wirkung aufzubauen. Aber allein durch die Vorfreude spüre ich, wie die Säfte fließen. Ich verspreche euch, dass ich bereit bin, bis ihr zurückkommt. Ihr habt mir immer noch nicht erklärt, was ihr mit den Quallen wollt. Ich fange euch denn doch gerade nicht das Abendessen, oder? Borke und Bare, nein. Ich könnte niemals Sumpfquallen essen. Man stelle sich die Töne vor. Ihre perfekt gestimmten Schreie wären doch herzzerreißend. Nein, ich will nur die Freude und die Schönheit des Sumpfs verbreiten. Ihr werdet es verstehen, wenn ihr mir die Quallen gebracht habt. Okay, aber ich würde sagen, dass wir es in der nächsten Folge, okay, das ist ja gleich hier, in Angriff nehmen. Und ich würde mich nochmal schlau machen, was es mit den anderen Errungenschaften auf sich hat. Und würde das eventuell in den nächsten, ich denke mal 2 Folgen werden wir hier noch verbringen. Was ich dann, das kann sich ja kein Mensch anhören. Ja, dass wir das vielleicht dann in den nächsten 2 Folgen in einem Abwasch dann erledigen. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.